Ja, kann ich super schneiden hinterher. Das war gar nichts, Micha. Wir müssen nochmal neu ansetzen. Ja, liebe Leute, falls ihr euch wundert. Wir keine Erklärung. Ach so. Zuhören, Fresse halten. Punkt. Ja, aber da muss ich den Track neu starten, ne? Nee. Doch. Das merkt doch keine Sau. Natürlich merkt das. Ich kann Ach, das. Hör auf. Ah, doch, so. Kurz nochmal. Ihr tut nochmal so, als ob ihr nichts gehört habt. Achtung. Noch 5 Minuten bis zum Sendebeginn. Chris sucht den Netzteil für seinen Laptop. Das Netzteil, oder? Den Netzteil. Ich bin das raus. Das lasse ich jetzt aber drin. Gleich geht die Live-Show los. Denn gleich ist es ja 19 Uhr. Noch 4 Minuten. Chris startet seinen Laptop. Du Arschgesicht. Mach das aus. Welche Taste war das? Ja, welche Taste war denn das nochmal? Das kann nichts passieren, wenn es eine andere ist. 3, kannst du nicht zählen. Oh. Ich hab das alles spiegelverkehrt, Entschuldigung. Ich hab das spiegelverkehrt, das Ei war zu viel, noch irgendwas. Komm, lass uns mal vorankommen, ich hab noch ein paar andere Sachen. Ja. So, noch wenige Sekunden, dann sind wir endlich da. Übrigens, um dich auch mal zu loben, dein Armbrot heute. Aber ich dachte, das ist ein Kotzgeräusch. Das müssen wir nochmal neu ein... Heute läuft alles. Ziehen wir das jetzt durch, dass wir einfach in diesen komischen Show-Opener so lange reinlabern, bis der vorbei ist? Apropos Show-Opener, ich müsste mal was laden. Sekunde. 4 Minuten bis zur Sendung. Chris sucht seine Dateien für die Sendung zusammen. Ich will ja mal nichts sagen, aber die Wunsch- und Grußbox habe ich schon seit 20 Minuten offen. Also ich könnte anfangen. Gibt's noch was zu trinken? Mein Glas ist fast leer. Pinkeln müsste ich auch nochmal. Was müsstest du? Aufs Klo müsste ich auch nochmal. Ja, ich wäre froh, wenn ich jetzt... Mach du mal kurz weiter hier. Womit denn? Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, deswegen, ja. Shit. Ja, nicht anfangen kann ich gut, ne? Das stimmt schon. Sekunde, ich brauche noch mal kurz was. Das müssen wir eh noch mal neu machen. Wollen wir noch mal von vorne anfangen? Wir müssen wirklich noch mal neu beginnen. Sekunde, wir haben es gleich. Ihr habt ja Zeit mitgebracht heute, ne? Läuft heute auch wieder alles nach Plan. Weißt du, das ärgert mich so wieder. Wir haben so eine tolle Sendung hier vorbereitet und dann... finde ich den Opener nicht. Apropos. Wollen wir das spielen? Wir wollten noch einen anderen nehmen, oder? Ja, welcher war das jetzt? Eigentlich war das der... Der hier, oder? Ja. Ja, genau. Gut. Hat man das jetzt gehört? Nein. Ich musste aber ganz kurz den Scratch klauen. Also. Ach, kann man den nicht so einspielen? muss man da meine Knöpfe wieder umlegen? Es ist kompliziert. Sodass ich wieder nichts finde? Komm, lass uns mal vorankommen. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. Wir fangen jetzt an. Die nachfolgende Sendung ist nicht für humorlose Menschen konzipiert. Falls Sie lieber normales Radioprogramm bevorzugen, empfehlen wir Ihnen jetzt abzuschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie uns bitte nicht und hinterfragen Sie auch nicht den Inhalt. Ah, Sie sind noch da. Na dann können wir jetzt beginnen. Naja. War nicht so toll. Es geht los. Micha, Ratterdingo live. Wie immer pünktlich. Naja. Stühle, check. Tisch, check. Mikrofone, check. Rechner hochgefahren, check. Konzept für die folgende Sendung. Konzept für die folgende Sendung? Naja gut, dann legen wir so los.
begrüßt eure Gastgeber der nächsten zwei Stunden. Hier ist Ratterdingo Live. Hier sind die Herrscher des Chaos. Eure Zeitverschwender. Hier sind Micha und Chris. I'm only getting started. I won't black out. It's time I find a thing. Let's go a little harder. Herzlich willkommen, Ratterdingo live. Ja. Micha ist ganz begeistert. Wir haben jetzt ein neues Spielzeug. Wir erweitern diese Sendung. Ihr habt noch gar nicht mitbekommen, ne? Micha hat jetzt Knöpfe, wo er drauf drücken kann. Da kommen Sachen. Und Micha bedient die übrigens auch, möchte ich mal an der Stelle verraten. Ne? Ja, aber und er muss durchaus Denksport betreiben, weil es ist verkehrt rum. Wir hätten es auch andersrum programmieren können, ne? Fällt mir gerade so auf. Mhm. Also wir haben es ja vorhin neu programmiert. Mhm. Aber weißt du, ich wollte halt einfach, dass es nicht langweilig ist für dich. Ne? Komm, lass uns mal vorankommen, ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. So. Ja. Ja, wie kann man uns denn hier so erreichen, wenn man uns was mitteilen möchte? Ihr könnt uns schreiben über die Wunsch- und Grußbox auf unserer Homepage, ratterdingo.net heißt sie. Und da könnt ihr euch reinklicken. Jetzt hätte ich eigentlich gerne dieses Klickgeräusch gehabt, aber mich hat gesagt, nein, das machen wir ja nicht. Ihr müsstet die Freude sehen, die Micha ausstrahlt bei diesem Soundboard. Ich hätte es nicht tun dürfen, dass ich das in die Mitte stelle, dass Micha quasi an diese Tasten rankommt. Er ist jetzt quasi ein. Du hast immer mehr Funktionen, ne? Es fing irgendwann an, dass wir mit zwei Laptops arbeiten und du der Herr der Wunsch- und Grußbox bist hauptsächlich. Ja. Und jetzt greifst du auch noch in das Soundgeschehen der Sendung ein. Was war denn eigentlich das? Das war der Best. Ach so. Die nachfolgende Sendung. Es wäre halt gut, wenn du die beschriften könntest, was war denn? Dass man sieht, was das ist. Was war denn da drauf vorher? Ach, der Scratcher, glaube ich, war drauf, ne? Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, auch das Geräusch, was wir nicht reingeladen haben in diesen Ordner. Scheiße! Gut. So, wir müssen mal vorankommen, liebe Leute. Wir haben übrigens schon Einträge in der Wunsch- und Grußbox. Da kommen wir gleich zu, denn wir haben jetzt erstmal Werbung. Ich find's. Ja, wenn wir. War ja, ja fast stimmt, pünktlich. Ist soweit für Werbung. War ja fast pünktlich. Micha, wir bräuchten jetzt wieder ein Werbegeräusch. So, da sind wir wieder. Micha, wer hat denn geschrieben? Wer hat uns denn etwas Tolles geschrieben? Also, wir haben. Ja. Ist Fletcher 69 dabei? Nur mal so gefragt. Ich habe die Wunsch- und Grußbox nicht offen, ich sehe es nicht. Was für ein Ding? Fletcher 69, ist der dabei? Nö. Nee. Kennst du die Geschichte eigentlich überhaupt? Nee. Zu dem? Ist das eine Geschichte voller Missverständnisse? Ja, und ist eine Geschichte voller Püppis. Also. Das ist ein bisschen sehr voller verkodet. Püppis oder voller Pippis? Mit Ü oder mit I? Weiß ich nicht. Nee, wir haben uns damals einen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, verjährt. Da waren wir auf einem Stammtisch tatsächlich. Und dann haben wir da per Handy in die Wunsch- und Grußbox geschrieben auf ratterdingo.net. Da dann noch nicht, aber bei einem anderen Sender, den wir jetzt nicht nennen wollen. Das war der Sender, wo Micha das Mauspad gefressen hat. Das gibt's auf YouTube noch, ne? Und zwar als Bonusclip kann man das finden auf YouTube. Ich glaube, das haben wir. Nein, das hat er rangeschnitten. Das ist, weil wir sind ja noch mal on air gewesen. Das ist hinten, du musst mal ans Ende. Spring mal ans Ende. Das suche ich nicht dein Ernst. Doch. Also wir haben Kelis, I hate you so much right now und ich die. Wir haben unseren epischen Abgang, wie wir beide besoffen uns verbeugen, als ob wir hier den Grimme-Preis entgegengenommen hätten. Naja, wir haben so, den Planeten das war quasi das abgeschlossen. Der letzte macht das Licht aus. Das war vor allen Dingen, war das die geplanteste Sendung zum Schluss, die wir je hatten. Wir haben uns noch nie so viel Gedanken gemacht, wie wir eine Sendung aufhören, ne? Ja. Also. Aber mit Schluss machen können wir uns ja aus. So. Mistsau. Komm, lass uns mal vorankommen. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. So. So. Naja. Ja. Okay. Nee, ja. Du musst ein bisschen näher ins Mikro gehen, sonst heißt es wieder, Michael ist so leise. Wir haben ja denn für die Kannst Leute, das die das ein bisschen höher stellen, die das nicht
Ja, ich da musst du nur an der kaputten Schraube drehen, die du damals zerstört hast. Das war so eine Nummer übrigens. Ich brauche keine Anleitung. Ich baue mein Mikrofon selber zusammen. Ja, weil es selbsterklärend ist. Ja, und dann hast du die Schraube überdreht. Und seitdem geht die dann nicht mehr so was richtig. Was macht denn die Schraube hier eigentlich? Hätte ich es bloß nicht erwähnt. Kennt ihr so Momente, wo ihr euch wünscht, ihr hättet etwas nie erwähnt? Ja, und zwar auf die Frage, möchtest du, möchten sie den hier? Naja. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Das haben wir auch in der durch Rotation, habe ich gehört, ne? Ach ja. Haben wir es dann jetzt? Ja, das kann man nicht höher stellen, du verarscht mich. Naja, aber dann, keine Ahnung. Ja, also die Geschichte so war ja, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal die Kamera. Ah, da kann man dran drehen und dann klappert das so schön. Mhm. Warum kann man das überhaupt drehen? Ja, weil das zum Festmachen ist. Das ist zum Festmachen von dem Ding, was aber so gedreht wird. Aber das macht doch gar nichts. Doch, fest. Das dreht das. Das ergibt keinen Sinn. Nee, ja. Falls es gleich ein lautes Geräusch gibt, dann ist es das Mikrofon gewesen übrigens, was runtergefallen ist. Ja, das Mikrofon, was runtergefallen ist. Nee, wir haben ja danach die Kamera nochmal angemacht und dann haben wir so mit romantischer Musik haben wir dann noch was gegessen, was Kleines, ne? Du hast was gegessen, ja. Ja. Zwei Visitenkarten und ein halbes Mauspad. Naja, gut, ein halbes Mauspad war es jetzt nicht, naja, aber es war schon keine kleine Ecke. Das Problem war halt, dass es roh war. Also Mauspads isst man ja. Roh. Ist man nachdem man sie in die Mikrowelle gestopft hat. Ist man hat, ja nur gut durchgegart. Ne? Oh Gott, bitte, steckt keine Mauspads in die Mikrowelle. Das macht ihr nur einmal. Das wäre fast so schlimm, wenn ich da Socken in die Mikrowelle mache. Ich bin gleich wieder da. Nein, du gehst jetzt nicht zu meiner Mikrowelle. Aber ich habe kalte Füße. Brauche ich noch. Das funktioniert übrigens. Socken trocknen in der Mikrowelle funktioniert. Man muss sie nur regelmäßig rausnehmen, sonst laufen sie ein. Okay, wollen wir mal in die Wunsch- und Grußbox gucken? Ja, gerne. Robin Schulze schreibt, Interpret Melli Maus, Titel 20 cm. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das haben, oder? Ist das so ein Party-Hit? Das sind nicht 20 cm, nimm lieben kleiner Peter. Das ist Müll. Ja, das ist vor allen Dingen Ballermann und so. Das ist ja gar nicht unser Niveau. Also wir sind ja hier auf völlig anderen Niveau. Scheiße. Ich wünsche mir von den besten Moderatoren des Universums 20 cm von Melli Maus. Schon wieder. Und jetzt wird's echt interessant, da habe ich gleich eine Frage dazu. Warte, Chris, ist es, ganz kurz, ist es ein Crime-Fall? Nee, das ist eher investigativ? Das ist eher, ich kann es noch nicht zuordnen, aber ich befürchte, es ist Chris, du hast am Freitag einen echt guten Job gemacht. Mach weiter so. Am Freitag? So, ich höre. Was ist denn am Freitag passiert? Letzte Woche oder wie? Hier steht nur am Freitag. Am Freitag. Ja, ich mache immer einen guten Job von dem her. Robin Schulze hat geschrieben. Du hast Freitag einen guten Job gemacht. Keine Ahnung. Was hast du Freitag gemacht? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Das war der Tag nach unserer Sendung, ne? Da hast du, glaube ich, nochmal eine Sendung gemacht. Habe ich da eine Sendung gemacht? Ja, Robin Schulze schreibt. Oh, dann war es natürlich eine Beleidigung für unsere Sendung. Ne? Robin, schreibt mal. Aber noch, vielen Dank. Also deine 20 Zentimeter kannst du knicken. Die haben wir einfach nicht. und zwar wir beide. Und präzisier noch mal, was Chris denn gut gemacht hat. Ich meine, er wird ja selten genug gelobt. Wir machen es mal spezifisch. Conflex LP schreibt, ich finde das irgendwie komisch, dass erst der Interpret, dann der Titel kommt und dann der Wunsch. Das ist wie jetzt? Naja, oben in der Wunsch- und Grußbox, da steht jetzt erst der Name, dann steht Interpret, Titel und danach der Text. Okay. Deswegen muss ich das jetzt andersrum vorlesen. Also Conflex LP schreibt, den kennen wir noch von früher, ne? Ja. Ja, wow, schön, dass du da bist. Auch in Österreich hört man Ratalingo. So ja, Grüezi! Ma, das ist ja, ich kann's nicht. Nicht österreichisch. Das Scheiße! Das ist, was auch immer das ist. Ja, das was ist, war denn das? Das war so irgendwas zwischen Gehirntumor und bayerisch. Aber ist das nicht? Na, der Österreich hat ja leiert, er so. Ach Gott, bin ich dumm. Offensichtlich. Oh Gott, oh Gott. Nun ja. Ich glaube, ich habe einen Schweizer gerade versucht nachzumachen, ne? Ja. Ja, also mehr Käse als Schweizer, aber ja. Der Wiener, der spricht das so ein bisschen, gell? Naja,
Ja. So ein bisschen, gut, so ein bisschen also, eitel, so ein bisschen. Ja, da kommen wir der so, Sache schon so, näher. Ja. Ja, also, er schreibt auch, in Österreich hört man Ratterdingo, somit ist es ein Muss, jeden Donnerstag um 19 Uhr Ratterdingo zu hören mit den besten Moderatoren Micha und Chris. Oh. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Gut, Ja, es tut uns leid, eine kleine Verzögerung am Anfang. Eure Uhren gehen falsch. Frage, übrigens. Ist Österreich überhaupt schon ans Internet angeschlossen? Das weiß ich nicht. Wir kriegen wieder Ärger, ne? Wir kriegen heute... Die nachfolgende Sendung... Nee. Ja, das war der beste Witz des Tages. Gut. Ich weiß es nicht. Er wünscht sich, und ich glaube, ja, allein schon vom Titel, wenn wir es nicht haben, ich bin dafür, dass wir es kaufen. Er wünscht sich nämlich von Matti Valentino das schöne Lied Hurra, die Gans. Oh nee, das ist wieder so ein Hab ich das vielleicht schon? Ich bin dafür, das haben zu wollen. Okay. Wir recherchieren mal. Okay. Wir recherchieren mal. Das kommt auf die Warteliste. Wir recherchieren jetzt mal. Ich wollte einen Titel vielleicht spielen vorher. Warte mal. Haben wir noch einen Wunsch? Wie wünscht sich noch? Irgendwie werden wir hier von den Österreichern gedingst. Was ist denn da los? In der Wunsch- und Grußbox. Gott, man muss aber aufpassen, dass man nicht in eine ganz andere Richtung kommt, ne? Ja. Dialektmäßig. Man at work, who can it be now? Den haben wir bestimmt. Der ist so alt, den hast du bestimmt. Auch nicht? Nee. Was machen wir denn? Hast du Harmkunst? Ja. Wer hat sich das jetzt gewünscht? Du oder was? Nee, sag ich gleich. Jetzt gucken wir erstmal. Mhm. Den haben wir. Also, Pascal Kummer schreibt, Interpret. Nee, Moment. Erstmal wieder, ich muss von unten. Ne? Also ich muss du musst von unten anfangen, unten, ja. Unten und dann oben. Ne? Es natürlich. Ist einfach anders. Unten, oben, links, es ist alles spiegelverkehrt in Michas Leben. Er sieht auch unterschiedlich quasi. Also, wenn Micha über die Straße geht, wird es sehr gefährlich. Dann ist die Straße weg. Mhm. Das erklärt den Unfall, den du neulich mit dem Fahrrad hattest. Das ist nicht witzig. Ich fand schon. Das hat wehgetan. Aber nicht mir. Und ich habe mir gedacht, Herzen vielleicht. Ja? Oh Gott. Ich finde es auch gut, dass wir diesen neuen Effekt nicht zu viel vorkommt, nicht zu viel benutzen. Nein. Komm, lass uns mal vorankommen. Ich habe noch ein paar andere. Gut. Also Pascal Kummer schreibt, ja, hier ist etwas österreichische Musik notwendig. Liebe Grüße. Hast du jetzt das versucht nachzumachen? Pascal, nein, ich habe einfach nur genuschelt. Also hast du das versucht nachzumachen? Die Österreicher nuscheln noch nicht, die Österreicher leiern. Okay, bitte. Ja, das ist wie kennst du noch damals den Walkman? Ja, wenn du das gegengeschlagen hast, hat er ausgesetzt. Wenn beim Walkman die Batterien leer wurden, ja, dann wurde der immer langsamer. Ach, Walkman, das mit der Kassette. Das mit der Kassette. Beim Discman. Nee, bei der Kassette. Mit dem Walkman konntest du jemanden schlagen, der hat nicht aufgehört zu spielen. Aber beim Discman war das anders, ne? War super zum Laufen, das war ein Traum. Da hat schon die Erdrotation gereicht, dass der aussetzt. Es war wirklich so, du hast den teilweise nicht mal irgendwo hinstellen können. Und wenn dann die kleinste Vibration kam, ja, ne? Also so ein, ja, ja, dann. Ich hab mir so ein Ding gekauft zum Joggen. Ja. Mit Schockspeicher. Also der hat dann die Musik vorgespeichert. Ja. Sodass, wenn der Leser das verloren hat, hat er das dann aus dem Puffer, also es war so eine Art Buffering. Also hast du quasi, warst du einer der ersten Streamer quasi. Ja, ja, dieser Schockspeicher. Das ist an dich selber gestreamt. Der Schockspeicher waren genau 5 Sekunden. Also das heißt, alle 5 Sekunden setzte das Scheißding aus. Nur halt spät, also die Funktion war toll. Nicht ganz, wie teuer war das Gerät? Damals noch in Mark. Oh Gott. 200? Mark. Also? 100. Euro. Fest. Irgendwie so. Ja, also für Pascal Kummer von Seiler und Speer. Haben Kunst. Kannst eigentlich auch den Titel selber starten, ne? Das ist der Knopf hier. Okay. Nee, der hier. Lass mich den Moment, ich probiere es mal. Vorankommen. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Nee.
Das ist der CD-Player? Mhm, das ist der mit dem Speicher. Der okay. 5 Sekunden hält er. Gut, also für Pascal Kummer und für die anderen in Österreich, also für die anderen beiden. Ja. In Österreich. Gibt's das noch? Egal. Wie gibt's das noch? Österreich oder was? Nein. Haben wir weggebombt. Ich weiß, was sind denn das für Fragen hier heute? Ich weiß nicht. Wir machen, ich weiß nicht, ob das so eine... Wir machen mal Musik. Na, schade, dass du dich schleichst. Was muss ich denn da drücken? Ja, den richtigen Knopf, den habe ich jetzt schon, dass ich ihn nicht noch anmale, ne? Ich hätte Nein, wir malen das Pad nicht an. Würde mir helfen. Der da? Nee, eins daneben, genau. Der da? Ja. Da, wo Volume dran steht? Ja, der hier. Ja, dann. Ja. Wenn es einmal noch so haben kommst, dann ist mir das wurscht. So, lieber so. Cornflakes-LP, kriege ich einen Jingle für einen Anschiss? Ein Jingle für einen Anschiss. Also in Form von Ausschimpfen. Negativ. Ja. Oder Micha übt Kritik oder das ehrliche Feedback oder wie auch immer. Oder ein Einlauf oder so. Die kleine Kritik mit Micha. Den hätte ich gern als Knopf. Ich glaube, das Mikro hat's. Und zwar nur die letzten zwei. Lieber Conflex LP, also, du hast dir ja von uns was gewünscht. Und zwar, ich zitiere wörtlich, ja. Hurra, die Gans. Lieber Matti Valentino. Nein, lieber Conflex LP, Matti Valentino ist der Interpret. So heißt der Künstler von dem Lied, ja. Ja. Das, wo du dich gerade beschwerst, dass jemand. Das Lied heißt nicht Hurra, die Gans mit N wie Nordpol, sondern Hurra, die Gams. Wir haben jetzt bei der Suchanfrage fast Amazon zum Absturz gebracht. Ja. Weil wir hier Hurra die Gans gesucht haben. Korrekt ist aber Hurra die Gams. Wir machen ja hier alles mit, ja? Wir sind ja hier, also Prostitution ist ja ein Scheißdreck dagegen. Aber wenn wir was gerne hätten, dann wären das mal hier vernünftige, ne? Ich glaube, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Wie ich bereits sagte, wiederhole ich mich ungern. So. Aber trotzdem jetzt, oder? Hurra. Warum hast du jetzt das Ding da hochgeschoben? Das ist der Lautstärkeregler für den Song und das ist jeweils die Deck A und B. Ach, das heißt, ich muss jetzt gar nicht da drücken. Nee. Sondern da. Ja. So, Micha, wir sind zurück. Micha sucht gerade akribisch die Szene, wie er das Mauspad isst. Ja, aber das ist nicht dabei. Ist nicht dabei? Okay. Ja, das war der Bonusinhalt für alle Leute, die dabei waren, ne? Ja, ja. Wir haben das auch nicht mehr. Oder vielleicht ganz jetzt, am Ende. Jetzt sollte Inhalt kommen, oder? Jetzt müssten wir über irgendwas reden, während ich auf ein. Ja, das hat so Radio, das Medium hat das so, ja, bringt ja, das so ja. mit, ne? Dass man in der Regel wie kann man redet. Uns denn hier nochmal erreichen? Unter ratterdingo.net, denn wir sind ja auch nett, nicht wahr? Und die nachfolgende Sendung ist nicht. Ich verdrück mich hier. Das war der beste Witz des Tages. Präsentiert von Ratterdingo. Komplizierter Name, einfach Spaß. Lass mich mal was? Ich höre im Hintergrund Käsesorten, wie Micha in alten Sendungen wühlt. Ja. Denn ich habe ja gehört, dass ein paar Sendungen auf YouTube zu finden sind. Wir haben damit nichts zu tun. Aber es gibt einen Kanal, alle Folgen Ratterdingo aus der Quarantäne. Auch die aktuellen jetzt? Nee. Haben wir den verloren? Weil wir haben so eine kleine kreative Pause machen müssen. Das war auch echt krass, ne? Wir haben über 50 Tage am Stück, jeden Tag, 52. Leute, eine Sendung gemacht. Und wir haben ja gesagt, wenn der nächste Lockdown kommt, ne? Ach, hör auf. Der kommt ja nicht. Das ist ja das, wo immer alle sagen, das kommt nicht. Wir hatten heute übrigens die höchste Zahl der Neuinfektionen, über 4000. Ja, läuft. Let's get the party in here. Let's get the party. Was muss ja mehr werden. Okay, also, Soßmann schreibt, Aloha. Aloha. Sind wir hier auf der See oder wie? Oh nee, gleich kommt wieder irgendwas. Es gibt eine Kategorie Heiratsanträge in der Bund- und Grußbox. Hier kam gerade ein Heiratsantrag rein. Okay. Okay. Das war die Geschichte. Naja, machen wir später. Machen wir später heiraten. Ja. Später. Soßmann schreibt, Aloha ihr beiden, pünktlich wie die Bundesbahn geht's mal wieder los. Oh,
da war so eine leichte Kritik versteckt. Michas Soundtaster sind super, solltet ihr weiterfüllen. Mm. Ja, da werden noch weitere Sachen Grüße. Drauf landen. Grüße an alle Mitmoderatoren auf Ratterdingo, ne? Grüße, Soßmann. Wir schneiden am besten jetzt ab jetzt mit, ne? Und er wünscht sich Man at Work, ja, mit Who Can It Be Now. Aber den haben wir ja nicht, ne? Den haben wir nicht, ne. Denn Who Can It Be Now, was haben who wir denn so ähnlich? Now? Gib mal einen Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, okay. Ist ja so ähnlich wie Man at Work. Ja. Was? Schreibt man die zusammen? Ich glaube, mit C schreibt man die. Oh, scheiße, ja. Jo. mit C. Muss ich gerade an Tic-Tac denken, deswegen. Wir Tic-Tac, nehmen der kleine Snack, womit sie fett werden. Du kannst dir aussuchen, entweder das vierte von oben oder die letzten beiden von unten. Das kenne ich noch nicht. Das wird. Nee. Das nehmen wir. Das ist nee. Schön. Das ist lebensbejahend. Oh nein. Doch, komm. Nein, das komm. Ist wieder so ein Selbstmordlied, wirklich. Das gibt Ärger. Nein. Hast du das mitgekommen? Es gibt manche auf unserer. Wir sind gar nicht in unserer Discord-Community. Wie kann das denn sein, liebe Leute? Da kann man uns nämlich live hören und sich mit Hörern unterhalten, also mit den zwei Leuten, die zuhören. Und da kommt doch mal flugs auf den Discord-Server von uns. Ratterdingo, müsst ihr da suchen, scheinbar. Ich kenne mich nicht so aus. Doch, und da gibt's einen Ratterdingo-Discord. Und da gibt's Streamtalk. Ja? Und da hat der Big Mac geschrieben, die werden es auch nie schaffen, eine normale Sendung zu machen. Also das finde ich aber eine absolute Dark Psycho schreibt, ne? Früher 15 Minuten Verkehr, heute 15 Minuten Intro. Ja, mit 15 Minuten Verkehr ist naja. Okay, schnell. Musik. Und zwar für Soßmann als Alternative Who Can It Be Now. Einfach, das hat er sich jetzt aber nicht gewünscht. Einfach mal ganz nachdenklich. Oh nee, das ist wieder so ein Beat, wo man irgendwie warum? Von der Brücke springt. Und nein, das ist da geht so eine Drogentote. Geht jetzt los. Hui. Nee, das war der Intro. So, Werbung Ende. So, wir sind wieder da. Also wir sind die ganze Zeit schon da, aber ihr seid jetzt auch wieder zugeschaltet. Wir sind jetzt da, ja. Wie steigert man eigentlich da? Sein. Da ja, am da ist hin? Am da ist, Das war. Das war der beste Witz des Tages. Präsentiert von Ratterdingo. Komplizierter Name, einfach Spaß. Also ich irgendwann wird uns das der liebe Helmut, glaube ich, verbieten, das zu benutzen. Aber der ist ja gerade weit weg, der ist ja gerade im Urlaub. Der merkt das ja gerade nicht. Nee, mit dem habe ich gestern telefoniert. Der hört doch heute zu. Der hat übrigens eine sehr gute Rechtsschutz. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Der hat übrigens eine sehr gute Rechtsschutzversicherung. Naja. Nein, das stimmt nicht. Der ist im Urlaub. So. Also wenn er denn da hinreisen durfte, wegen dem kleinen Corona-Ding. Wer hat hier Handys neben dem Mikrofon? Das ist ja wirklich. So. Wie machen wir weiter? Ja, also gar nicht. Wir haben gleich ein lustiges Spiel, denn um 20 Uhr gibt es ja die Nachrichten. Da haben wir ja noch einen Moment Zeit. Ja. Ne? Wir haben ja die Wunsch- und Grußbox zu erreichen. Aber du freust dich ja schon auf das Spiel. Ja, tierisch. Ne? Michael liebt Spiele. Wir sind ja zu erreichen unter Ratterdingo. Ratterdingo.net und dort die Wunsch- und Grußbox. Und wir schauen mal rein. Big Mac ist da. Big Mac, einer unserer treuesten Zuhörer, der eine völlig unnötige Frage stellt, nämlich, ob wir es schaffen werden, jemals eine normale Sendung zu machen. Ja, rate doch mal. Ja, natürlich. Und der schreibt, guten Abend, Chris und Müncher. Was? Müncher? Chris und Müncher. Ich wünsche mir alle Teile von Teddybär 1.4. Teddybär. Es gibt doch wieder Ärger. Nee, vor allen Dingen haben wir die Zeit nicht. Also ja, und wir haben ja auch die Musik gar nicht mehr. Wir sind ja ein neuer Sender. Ne? Ja, wir konnten ja die Musik nicht, egal. Hier noch ein Dialektquiz. Was versteht man in Österreich unter Ohrhantel? Ohrhantel. Das müsste ich mal sehen, bitte. Ohrhantel. Das ist eine Ohrhantel.
Eine Ohrhantel. Nee, das ist so eine. Hängt man sich ans Ohr. Das ist so, das ist so ein ich trainiere! Das ist so ein 5-Kilo-Ohrring, den man sich ans Ohrläppchen macht. Mhm. Damit man aber sich, nur einmal macht man sich den ans Ohrläppchen. Das ist für Frauen. Die machen sich die Ohrläppchen nämlich so lang, dass sie sie vorne in der Mitte zusammenknoten können und schon sparst du dir den BH. So, dabei bleibt's. Oh Gott. Hast du gerade Bilder im Kopf? Nein. Kannst du bitte mal aufhören, der in den Ohrläppchen zu ziehen? Das war ein Scherz. Ja. Ist das mein Handy? Das bist denn wohl du. Aber ich glaube, das hören die Hörer nicht. Ich glaube, das hören nur wir. Gut. Oder habt ihr gerade auch so ein Störgeräusch gehört? Dann ja, was machen wir jetzt mit Teddybär 1.4? Nicht uns, ja, nein. Never. Hatten wir nicht mal so ein Remix von Teddybär 1.4? Den könnte man natürlich spielen. Den nehmen wir. Den nehmen wir natürlich. Wo ist denn der Teddybär 1.4 Spezial Remix? Ja. Ist das der da? Ja, nee, dann so. Weil. Jetzt mach mein M nicht weg. Nein, aber diesmal. Mach das doch da drunter. Du hast doch da drunter auch noch Knöpfe. Ja, aber die sind nicht programmiert. So, und wir machen das jetzt einfach mal so. Ja. Ja. Aber wir müssen ja auch nicht alles, ne? Ja, okay. Nur so ein Teil. Also, für Big Mac, alle drei Teile. Alle drei Teile. Können wir nicht die drei Teile gleichzeitig spielen? Geht es technisch? Das war. Ja, ja. Warte mal. Ja, pass auf. Klar, das machen wir doch. Wir sind doch hier ein Service-Radio. Da soll keiner sagen, wir nehmen eure Sachen irgendwie nicht ernst oder so. Wie heißen denn die anderen? Teddybär 1.4, Teddybär 2.4, Teddybär 3.4, keine Ahnung. Aber die hatte ich doch gekauft. Soll ich die mal googeln, die Teddybär-Trilogie? Na, die hatten wir doch. Ja, ich bräuchte mal die Titel, bitte. Schau, das ist auch schon wieder so eine Schlamperei hier. Warum recherchieren wir jetzt die Titelwünsche hier? Also wirklich, mir macht das Spaß, Radio zu machen. Das glaubt ihr gar nicht. Da habe ich richtig Freude dran. So, Teddybär. Ja, ruf Teddybär 1.4. Aber ich hatte doch mal alle. Hatte ich nicht mal alle? Also googelt bitte nicht Teddybär-Trilogie. Alter. So, aber was, also hier sind die. Also Dreier-Teddybär solltet ihr bitte nicht googeln. Okay, dann ist es Hallo Teddybär und Teddybär, ich danke dir, oder? Ist es das? Wir checken das mal ganz kurz. Ja, das ist auf jeden Fall der zweite Teil. Was war denn das für ein Zombie gerade? Wir machen das alles gleich wieder hin, wir müssen das nur kurz so machen. ja, das ist Johnny Hill. Pass auf, wir machen Folgendes. So. Machen wir die alle drei gleichzeitig? Ja, okay, natürlich. Aber von vorne. Nein. Oder? Also. Kanonmäßig kommen die jetzt dann so rein. Genießt es einfach, es ist ein Fest für eure Ohren. Die Trilogie vom Teddybär. Genau, und aus Zeitgründen, wir müssen gleich noch ein Studio-Spiel machen. Schnauze, Kopf und Arsch. Das war der beste Witz des Tages. Präsentiert von Ratterdingo. Kennst du nicht die Trilogie von der Pflaume? So als flambiert und so. Ich bin heute flambiert, was? Ne, so flambierte Pflaume. Flambiert. So die Trilogie der Pflaume, so einmal in flambierter Version und dann noch so als Auflauf oder als Strudelmatsch. Und so. Ja, gut, wir brauchen dringend den FSK 18 Trailer wieder. Den lass man mal neu einsprechen. Was spricht denn gegen Obst? Teddybär 1.4. War doch alles dabei, oder? Ach, schön, da geht das jetzt auf, ne? Das herrlich, ich hab den in den Augen. Gibt Ärger, ich bin so. Ich bin so gerührt, so, es ist so, so schön. Aber du merkst, du kannst alle Lieder von Johnny Hill übereinander legen. Es klingt immer gleich beschissen. Gut. Oh Gott, das ist hier Hörerservice, da soll keiner sagen, ne? Obwohl wir keine Lust hatten, haben wir jetzt trotzdem das Ganze gemacht, ne? Ja, also ja. Das ist Professionalität, die man von uns erwarten kann. Also, das ist komplett richtig, ja. Ja, auf jeden Fall. So. Und jetzt ist es ja Zeit für, du weißt ja, was es kommt. Du suchst wieder einen Jingle. Ich suche wieder einen Jingle. Hätte man das vorher vorbereiten können? Nein, das hätte man nicht vorher vorbereiten können. So, nee, da ist es auch nicht. Wir haben es gleich. Also das ist ja hier so. Denn jetzt haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Micha freut sich ja schon, ne? Ja. Ich sag nur, Feuer frei. Nachrichten.
So, und wir bieten euch natürlich hier keine echten Nachrichten. Wollen wir euch noch ja mal Werbung langweilen. Für die Wunsch- und Grußbox machen? Du willst dich nur um das Spiel drücken, ne? Merkt man nicht. Aber ja, dann mach mal Werbung für die Wunsch- und Grußbox. Also, wir können ja mal in die Wunsch- und Grußbox reingucken, weil Chris hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Und wenn ich jetzt 10 Sekunden Wunsch- und Grußbox vorlese, vergisst Chris dieses blöde Nachrichtenspiel. Wusstest du eigentlich, dass Goldfische eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben? Wusstest du eigentlich, dass Goldfische eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben? Wusstest du eigentlich, dass Goldfische eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden haben? Ja, komm, lies deine blöden Nachrichten vor. Nein, also, so funktioniert das ja nicht. Also, es ist ein Studiospiel. Micha liebt ja Studiospiele. Und zwar werde ich ihm Begriffe nennen. Ja, und er muss die Nachricht dazu. Ja, und die Begriffe sind immer so total spezifisch. Zum Beispiel und oder heute. Nein. Und Micha muss daraus eine Schlagzeile machen. Und es geht jetzt aber nicht darum, zu erraten, was wirklich passiert ist, denn das wäre ein bisschen zu einfach. Wenn du wieder Corona sagst, trete ich dich heute unter den Tisch. Ich schwöre es dir. So, das erste Wort: Infektionszahl. Chris. Infektionszahl und Impfung ist das erste Kombination. Chris war beim Urologen. So. Das war der beste Witz des Tages. So. Die erste Runde ist Tourismus. Wir bräuchten eigentlich hier so eine Musik, ne? Ich glaube, die ist nicht GEMA-frei, ne? Naja, weißt du, du sagst Tourismus, jetzt sage ich wieder irgendwas über Österreich, wurde wieder aufgemacht, weil sie einen Schlüssel gefunden haben und dann kriegen wir wieder Ärger. Weil sie einen Schlüssel gefunden haben? Ich dachte, wir haben es weggebombt. Nee, also erstes Mal nicht wir und nicht weg, egal. Ja, wir sowieso nicht. Tourismus. Ja. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Bedingungen für Einreisen aus bestimmten Risikogebieten. Interessanterweise ist es in Berlin nach Stadtteil. Also es gibt Stadtteile von Berlin, die sind ein Risikogebiet. Ja. Und andere Bezirke von Berlin wiederum nicht. Das heißt, wenn du aus dem Wedding nach Mecklenburg-Vorpommern fährst, beispielsweise, musst du in Quarantäne, von Kreuzberg aus aber nicht oder umgekehrt. Und sowas war das. Mhm. Also Berlin ist quarantänetechnisch und risikogebietstechnisch ein Flickenteppich. Aber gut, Berlin war schon immer irgendwie Risikoflicken. Egal. Das war die Meldung. Ja, und Berlin hier führt jetzt die Sperrstunde ein. Echt? Ja, 23 bis 6 Uhr kein Alkohol und es dürfen auch nicht mehr als 5 Leute gleichzeitig draußen sein. Aber das Tolle ist ja bei unserer Sendung, ich denke auch so, wie viele Tage sind wir noch davon entfernt, dass wir die wieder virtuell machen? Ich weiß es nicht. Aber das Entspannte ist ja, wir sind immer noch da für euch und wir sind auch eine ganze Weile da. Ja, ne? Von zu Hause wieder. Genau, dann haben wir ja eh nichts mehr zu tun und dann werden wir hier wieder alles machen. Also, die Originalmeldung zu der Sache war übrigens, von Urlauberansturm ist keine Spur und mancherorts sinken die Übernachtungszahlen. Naja, gut. Ernsthaft? Das liegt an, du bringst mir eine Schlagzeile von Sachen, die nicht da sind? Super. Naja, Moment mal. Also, das liegt ja an den verschärften Regeln. Das finde ich eh so geile Meldung, ne? Komisch, es übernachten keine Leute mehr. Ja, es ist verboten. Deswegen ja. Tut's gerade keiner. Was für ein Wurschtblatt liest du da? Fix und Foxy oder was? Ja, Lügenpresse. Ja, okay. Okay, das zweite Wort ist. Ich gebe dir zwei Wörter tatsächlich. Wow. Das eine Wort ist ein Wort, was uns sehr, sehr bekannt ist. Klage. Mhm. Parship. Parship wird verklagt. Ich habe die auch schon verklagt. Schon 3 Monate und noch immer kein Match. Nee, Parship wird verklagt, weil sie die Daten weiterverkaufen. Und zwar an russische Prostituierte. Babuschka. Ja. Wo ist die eigentlich? Man weiß es nicht. Ich glaube, die ist heute duschen. Und was machen die dann mit den Daten? Die ist heute duschen, weil Cosi Wash heute Aktionswochen hat mit Heißwachs untenrum. weiß ich nicht, die verkaufen die Nutzerdaten weiter oder so. Wahrscheinlich ist es viel absurder oder viel, viel profaner. Denk dir doch irgendwas Lustiges aus, Mensch. Das ist doch hier ein lustiges Studiospiel. Trump verklagt Parship.
Loggen Sie das ein? Ja. Okay. It's fake. Nobody loves me. It's fake. Parship is fake. So, nee, und zwar, ja, hat Parship, da gab es eine Frau auf dieser Webseite und wollte ihr Geld zurückhaben nach 4 Tagen, weil sie dann 4 Tage angemeldet war. Und ja, im Genaueren geht es darum, dass die Partnerschaft und Parship darf Kunden, die ihren Vertrag widerrufen haben, für erbrachte Leistung höchstens anteilig zur Kasse bitten. Das heißt, es ist nicht Anspruch auf die volle Summe. Bisschen unspektakulär, ne? Ja. Aber so ist das halt meistens. Naja. Ja. Wollen wir noch einen letzten machen? Ich hätte gerne meinen Hm wieder. Oh, das jetzt wechselt. Okay. Es gibt noch einen letzten Begriff, dann haben wir auch auf wieder damit. Das macht zu viel Spaß hier. Nein. Komm, lass uns mal vorankommen. Ich hab noch. Feldhamster. Oh nein, das ist. Oh nein, ich hab's nicht wirklich gemacht. Ich hab nicht wirklich ein Tier in unserer Sendung genannt. Also in den ersten Sendungen haben wir die in die Spülmaschine gestopft, ne? Willst du es dir nochmal anders überlegen? Naja, also die Meldung würde ich jetzt ungern so als Ersatz da draufnehmen. Ist, wir können nicht Comedy mit Nachrichten mixen. Irgendwelche das blöden Witze nicht. Mit um Geld umgehen oder so. Das ja, okay. Feldhamster. Ja. McDonald's bietet Alternative zu Chicken McNuggets. Warum? Hamster McNuggets. Hamster die McNuggets. Sind größer. Nee. Und, naja doch, wenn du so einen Hamster so im Stück frittierst, dann oh Gott. Musst halt nur gucken, was du mit den Krallen machst. Hat so ein Hamster einen Schnabel? Nee, ne? Nein. Gut. Ich bleib dabei. Ja, nee, die Originalmeldung ist, dass der Feldhamster, der ist eine der bedrohten Säugetierarten. Die sind vom Aussterben bedroht. Ja, wegen McDonald's. Und der ewige Kreis. So. It's the circle of scheiß, genau. It's the circle of scheiß. So, wollen wir hier noch Verkehr machen? Nö. Wie immer. Wetter? Doch, du hast immer noch ein Wetter gemacht. Das Wetter. Ja, ist alle. Okay, das war's. Ja, das war's. Ich hab leider kein Auto. Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Content oder? Nee, wir haben jetzt. Hat jemand geschrieben? Ja, wir haben. Ja. Und zwar. Auf Discord auch. Ich glaube, der bringt dich jemand um. Saxonio hat geschrieben. Babuschka ist gerade anschaffen. Irgendwann muss er Geld verdienen. Sie hat da von Parship einen Tipp bekommen. Kommt die Nachricht aus Sangerhausen? Ja, also schaut einfach mal rein. Und Big Mac hat noch geschrieben, aua, der Remix ist ja schrecklich. Ja, der vereint sich. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Das war der Plan. Und zwar, pünktlich zu den Nachrichten haben wir wieder, kannst du dich erinnern, wir hatten ja letztes Jahr einen Zuhörer, Letztes Jahr hatten wir einen Zuhörer, der ist jetzt allerdings tot. Wir sind eine Comedy. Wie komm ich da wieder raus? Ist es ein Crime-Fall? Ist es investigativ? Nee, es ist eher so ein Rhein-Fall. Ein Rhein-Fall. Oh, das ist eine richtige Rhein-Fall. Ja, bei Schaffhausen ist der Rhein-Fall. Und zwar, kannst du dich erinnern, letzten Donnerstag hat ja jemand geschrieben, das Datum. Ja. Eine passende Information zum Datum. Oh, kriegen wir wieder unsere redaktionelle Arbeit. Und auch diese Information haben wir wieder. Okay. Also. Warte. Nee. Oh. Da möchte ich jetzt was Lustiges haben. Zwei Stunden lang einen Jingle oder was? Ach, ich möchte, dass du das ein bisschen besser präsentierst. Keine jetzt. Alte Sau macht Musikbetten, hör auf. Ja, und vor allem das Datum mit Micha. Das Musikbett so laut, dass mich keine Sau versteht. Außerdem das hat ist das der Plan. Ding, das Ding hat nur 40 Sekunden. Das musste jetzt 8-mal neu starten, ehe ich mit dem Text fertig bin. Das ist eine ganze gesamte Seite. Also, 8. Oktober 2020. Heute ist der Unabhängigkeitstag in Kroatien und der Welttag des Sehens. Ne, Sehen ist ja sehr in Mode gekommen in letzter Zeit. Namenstage sind Brigitta, Brigitte, Günther, Günther, Gunther und Sibylle. Infos zum Datum, die 41.
Kalenderwoche. Der 282. Tag des Jahres. 84 Tage bis zum Jahresende. Monat Oktober, Wochentag Donnerstag. Das ist ja toll. Das sind so Informationen, die braucht die Welt. Ne? Sternzeichen Waage und in 4 Stunden ist Freitag. Ich zieh das durch. Promi-Geburtstage, Matt Damon, bekannt aus Jason Bourne, und Bruno Mars haben heute Geburtstag. Happy Birthday! Ab heute. Und hier ist Antenne Bayern. Ja, die machen das doch immer so. Ja, ich weiß, ich höre die jeden Morgen unter der Dusche. Ab heute für $140 erhältlich die Nike Air Max 90 Laser Pink. Und ab heute auf Netflix verfügbar The 40-Year-Old Version. Ab heute im Kino Es ist zu deinem Besten. Ja. Und am 8. Oktober 2000 mit Michael Schumacher wird erstmals nach 21 Jahren wieder ein Ferrari-Pilot Weltmeister. Mhm. Aber wir interessieren uns ja nicht so für Fußball. 8. Oktober 1906. 8. Oktober 1906, das würde dich jetzt sehr interessieren, Chris, ja, weil das hat dein Leben sehr vereinfacht. Total. In London stellt der deutsche Friseur Karl Ludwig Nesseler eine von ihm erbaute Dauerwellenapparatur vor. 8. Oktober 2005, bei einem schweren Erdbeben in Kaschmir kommen rund 80.000 Menschen ums Leben. Das ist doch mal was Erfreuliches. Und 1958, in Stockholm wird einem Menschen der erste Herzschrittmacher eingepflanzt. Der starb dann leider 2005 bei dem Erdbeben in Kaschmir. Vielen Dank, das war's. Ja, schön, dass du das... Naja. Was denn? Zyniker. Okay, wir hatten jetzt schon... Was hatten wir alles schon? Drogen, Selbstmord, Erdbeben... Ach ja, machen wir doch... Häuserbrand fehlt noch, ne? Wir doch brennt nämlich gerade in Syrien, glaube ich. Grönemeyer irgendwo, ne? Mit Kino, ne? Wär irgendwo brennt es jetzt. Nee, aber es... nein. Ja, Chris, ja, irgendwo brennt es jetzt. Ja, du warst beim Arzt, hast dich untersuchen lassen. Irgendwo brennt es jetzt. Da gibt es halt ein Antibiotikum gegen und dann hört das nach 4 Wochen noch wieder auf. Ich fürchte, ich muss es vorlesen. Was denn? Ein Eintrag aus der Wunsch- und Grußbox. Und ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich hasse euch jetzt schon. Oh, es geht mal gegen Micha. Das ist sehr spannend. So, dann bitte. Paul und Adrian. Ach, die zwei. Wer immer die Liebe auch, Grüße dahin in den Schwarzwald. Ja, ich glaube eher nicht. Genießen heute mal wieder ja eure Sendung ganz pünktlich um 7 bei einer Pfeife. Da kann man gut zu ficken zur Sendung. Das zu unserem Gestottere als Taktgeber oder nee, was? Nee, wenn dann die weißt du, wenn hier so ein cooles Musikbett läuft, dann. Hast du gerade ficken gesagt? Nein. Ich hätte gern wieder. Musst du dich klicken, habe ich gesagt. Ich hätte gern wieder klicken. Mein. Kriege ich mein wieder? So. Ja, ich warte. Ja. Also, hetz mich nicht. Paul und Adrian schreiben, genießen mal wieder eure Sendung ganz pünktlich um 7 bei einer Pfeife. Einfach super nach einem Tag bei Eva Maria. Na, so eine Pfeife hier. Grüße von der Donnersberger. So. Grüße von der Donnersberger. Uiuiuiuiuiui. Kannst nicht zuordnen, aber ich fühle mich verfolgt. Egal. Das ist auch so die perfekte Musik, um sich hier mal für so eine Pfeife. Auf, und jetzt wird's. Schau mal, was ich hier habe. Nicht? Ja. Mein und, Gott, man darf doch mal ein bisschen spannen. Jetzt, weißt du, Micha macht den ganzen Tag Pipi-Kaka-Humor, ne? Und jetzt mache ich einmal so einen Witz, ne? Und jetzt werde ich hier angeguckt, als ob ich am Nordpol Pinguine vergewaltige. Wirklich. Die sind zu kalt dafür. Aber wenn du sie rasierst, bibbern sie schön. Oh Gott, ey. PS, ein Musikwunsch extra für Micha. Ah ja. Und das, was sich jetzt gewünscht wird, ja, das haben wir garantiert nicht. Sag nämlich nie. Kelly Family. An Angel. Doch. Und das Schöne ist, wir machen das sogar in der speziellen Version. Wir machen die Strafversion für Paul und Adrian. Ihr habt das so gewollt. Ich geh kacken. Doch, 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 doch. Das kriegen wir jetzt zusammen. Haben wir nicht mehr. Doch, doch. Ach, schade, ist weg. Doch, doch. Machst du nix. Nee, das haben wir schon. Dann nehmen wir lieber Bata Illich mit Michaela. Aber warum findet der 100 Songs, wenn ich in Angel eingebe? Das ist ja... Schade. Nee. Ja, weil du 8 Terabyte Musik von den Kellys hast.
Gib doch mal Angel Micha ein. Ja, das habe ich schon. Och, schade, haben wir es nicht mehr. Doch. Wie traurig. Das habe ich doch damals, das war das ja der ist, Deal, dass wir das extra das ist hier, leider ist das beim Senderumzug verloren gegangen. Der Karton mit der Kelly Family ist leider. Tja. Da machst du hä? Was. Wie ist das denn? Gib doch mal Micha ein. Okay. Julia Michals. Da kommen auch so ein paar Leute, ne? Ach, schade. Ja. Nee. Also Paul und Adrian, wer immer ihr seid. Da ziehen wir jetzt ganz große Register auf. Wer immer ihr seid, es tut mir sehr leid. Ach, da haben wir es doch. Guck mal, hier, man muss nur suchen. So, da gibt es jetzt extra in der Version. Paul Adrian ist mir sehr sympathisch. Jetzt in der fast live gesungen für euch. Wünscht euch Chris. Haben wir Werbung schon gemacht eigentlich? Wünscht euch mal bei Gelegenheit, dann bitte Werbung. Noch Chris mit Chris singt Mama. Also wenn, Werbung. Had a pair of wings. I had them last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sun rays broke my eyes. Tonight the sky has glued my eyes, cause we see is the angel's hive. I've got to touch that magic sky. And the green angels in their hive. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. With this we are near from above, broiled over me makes me laugh. And while you're flying round my head, your honey kisses give me fed. I had you had a pair of wings to slice the lightness bright in my dreams. And rest was lost in paradise. I wish I'd never opened my eyes. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. There's an angel in the air, trying so hard to be unfair. Dangers in the air. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you. I were you. Oh, I wish I were you. Ja, war das nicht schön? Ja, das war nicht schön und ich muss bei Gelegenheit rausfinden, wie ich das von Chris an der Festplatte runterkriege. Irgendwie muss man das doch löschen können. Vor allem an alle, die jetzt Kopfhörer aufgehabt haben. Ja, ich habe auch welche auf und mir hat es genauso wehgetan. Du löschst da nichts, ne? Sonst lösche ich mal ein paar andere Sachen hier.
Du hol mir was zu trinken. Ne, da war sie wieder, die Stimme aus dem Off. Dann schreibt Raffi, hallo ihr zwei, hab leider den Anfang verpasst, aber ich werde nächstes Mal auf jeden Fall wieder zuhören, musste echt lachen. Grüße von Michas Klassenstreber. Wer schneidet sich da ein? Kennst du nicht? Das ist wieder irgend so jemand, der sich einschleimt. Ja, der muss sich bei mir einschleimen, dringend. Ja. Nee, und er schreibt auch bei Interpret, schreibt er, warum muss ich da was eintragen? Und bei Titel schreibt er und da auch Fragezeichen. Also Raffi hat die Technik durchaus. Da steht nur Gruß, wahrscheinlich muss man es immer eintragen. Das Glas ist übrigens leer, du kannst gleich nochmal was holen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ist auch nicht schlimm. Ich hab das gerade in den Kühlschrank gestellt, ne? Ja, ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Das ist doch nicht dein Ernst. So. Kriegt Chris auch mal ein bisschen Bewegung, weil das nächste inhaliere ich sofort. Also Chris hat mir gerade was zu trinken gebracht, ich habe sehr schnell ausgetrunken und habe gleich nochmal losgeschickt. Das wird jetzt noch so 2 bis 3 Mal passieren. Das Blöde ist, ich komme jetzt halt an die Musik nicht ran. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Wir müssen mal, übrigens vielen Dank an die Leute, die sich nochmal Heintje gewünscht haben. Und zwar betrifft das einmal lieben Dank an Big Mac und lieben Dank an Soßmann. Und zwar Big Mac schreibt, ich wünsche mir extra für Chris Heintje mit Mama. Und Soßmann schreibt Aloha wieder. Wenn du Paul und Adrian von der Donnersberge einen Spezialwunsch für Micha haben, habe ich auch hier einen für Chris. Grüße aus dem Alpenvorland. Sehr gerne. Auch da wieder der Interpret Heintje, der Titel Mama. Dann müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten, bis Chris in der Lage ist, so ein bisschen Sirup und kaltes Wasser in ein Glas zu gießen und das hierher zu transportieren. Was klappert denn da? Das ist offensichtlich eine ziemlich komplexe Aufgabe. Chris, bei meinem Getränk muss nichts klappern, das ist nur Wasser und Sirup. Ja, ich weiß, aber das muss ja auch irgendwie aus dem Wasserhahn, aus dem Kühlschrank. Also dein Wasser kommt in Stücken aus dem... Naja, gut. Wir haben Musikwünsche. Ja. Ich komme leider nicht an die Tastatur, deswegen brauche ich dich mal kurz. Ach so. Und zwar, wir tragen... Du brauchst es gar nicht versuchen rauszuzögern. Wenn hier diese scheiß An Angel-Version von mir spielt, dann musst du auch hier Dings, ne? Ich habe keine Lust mehr, ganze Sätze zu sprechen. Also, Big Mac schreibt, ich wünsche mir extra für Chris Heintje, Mama. Nee, haben wir nicht mehr. Interpret Heintje, Titel Mama, haben wir sehr wohl. Und Soßmann schreibt auch, Aloha wieder. Wenn Paul und Adrian von der Donnersberger einen Spezialwunsch für Micha haben, habe ich einen für Chris. Grüße aus dem Alpenvorland, Interpret Heintje, Titel Mama. Der kennt das doch gar nicht. Das macht nichts, trotzdem spielen wir es jetzt. Komm, auf die guten alten Zeiten. Wir haben es schon mal geschafft, einen Sender damit in Grund und Boden zu senden. Ja, vor allen Dingen erneut... Haben die Leute sich das gemerkt, ne? Jetzt haben wir schon so eine lange Pause gemacht, ne? Ist ja nicht so, dass ich es gerade erwähnt hätte. Ja. Wahrscheinlich. So. Ja. Da ist es, gleich das allererste. Oh. Für Big Mac, für Soßmann und die allen anderen. Ihr könnt euch das gerne jede Woche wieder wünschen. Nee, jetzt ist mal Schluss mit der Nummer. Ich finde, die läuft. Mhm. Und zwar jetzt. Guck mich nicht so giftig an, drück einfach drauf. Ja, du weißt ja, wo der Knopf ist, ne? Da ist er. Auf einmal findet er den richtigen Knopf. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, eins wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab besessen. Dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, dann denk ich nur an dich, betet ja für dich, oh Mama, dein Herz.
Tage der Jugend vergehen. Schnell wird der Jüngling ein Mann. Träume der Jugend verwehen. Dann fängt das Leben erst an. Mama, ich will keine Tränen sehen, wenn ich von dir dann muss gehen. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, ich heiße euch alle. Eins wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir hab bemessen. Dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, dann denk ich nur an dich. Es betet ja für dich, oh Mama, mein Herz. Mama, Mama. So. Ja, reicht jetzt auch ist einfach der größere Künstler vorbeigegangen, Chris, ne? Nein, also wir können ja sagen, es wurde damals viel Geld dafür bezahlt und für Geld machen wir ja alles, ne, weil dann... Wie viel Geld hast du denn eigentlich für dein Lied gekriegt? Na, weniger als du, glaube ich, ne? Ja, bei mir waren es 70, bei dir? 60, 50? 50. Irgendwie so. Ja, und 30 davon ja, waren von ich mir. Ich weiß noch, wer die letzten Euro hier bezahlt hat, ne? Wobei, ich habe umgekehrt, habe ich das, glaube ich, auch draufgelegt bei dir, bei den 70. Ich weiß es nicht mehr. Leute, auf YouTube sind die Sendungen, hört es euch an, da ist es ja dokumentiert. Naja, mit dem das Unterschied, meine ist. Performance da ist auch, ne? Also das stimmt, bei dir, deswegen gab es bei dir auch noch eine Video-Performance mit dazu, die gab es bei mir nicht. Ja, also, aber wir machen sowas nicht mehr, dass wir hier nein, hier das Amazon ist ja völlig albern. Gutschein kurz Geschenke kriegen dafür, dass wir hier irgendeinen Quatsch machen. Nee. Also wenn jetzt jemand uns einen Gutschein schickt, wovon wir natürlich Musik kaufen für die Sendung, weil wir müssen ja jeden Titel kaufen, den wir nicht haben. Also es ist tatsächlich sonst illegal verboten. Deswegen machen wir es natürlich nicht. Deswegen machen wir es auch nicht. So. Aber das war zu auffällig, ne? Ein bisschen, ja. Scheiße. Oh, warte mal, Anruf? Nee. Die GEMA-Polizei. Nein, also tatsächlich geht das etwas ins Geld und deswegen habt ihr damals Geld gespendet. Nein, aber das machen wir nicht nochmal, ne? Nein, also wenn ihr jetzt mal was schickt mit einem Amazon-Code und da reinschreibt, wir sollen was machen, was Lustiges. Ja. Nee. Nein. Da sind wir raus. Nein. Das machen wir nicht mehr. Lass mich mal kurz F5 drücken. Könnt ihr mal Saxonio in der Sendung machen, aber nicht hier bei uns. So, das ist so. Genau, ihr könnt ja mal ja, Big Mac hat geschrieben, Chris und Micha, eure Songs kann man nicht vergessen. Ja, das stimmt, was einmal ins Gehirn eingebrannt ist. Den Zweiten Weltkrieg auch nicht. Nee. Oh Gott. Was hattest du denn jetzt vor denen? Nein. Nee. Das war der beste Witz des Tages. Nee. Wir können ja mal eine Crowdfunding-Aktion starten, ob Saxonio da mitmacht. Was für eine Aktion? Crowdfunding. Ne? Also wenn wir 50 Euro zusammenkriegen, moderiert Saxonio mal nackig. Obwohl, macht der das nicht. Nee. Oh Gott. Ändert sich denn was? Der Freitagabend mit Saxonio. Ja. Ja. Oder wir reiben uns gegenseitig mit Schwämmen ab. Oh, Micha, wirklich. Nee. Nee. Nee? Nee. Also bei mir wird es sich lohnen. So. Komm, lass uns mal vorankommen. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. Wir schauen mal in die Wunsch- und Grußbox. Da haben wir noch einen Eintrag. Also wir sind ja weiterhin zu erreichen und da ich warte noch drauf. Ratterdingo.net und dort bitte auf die Wunschbox. Net, ja. Und dort, man sagt jetzt dort. Ah, ich bin Micha. ihr funky Jugendliche. Ratterdingo.net. Wir wollten auch über Schlüpfer diskutieren, fällt mir ein. Ne? Stimmt. Wir hatten ja noch ein Thema. Denn es gab mal eine Rückfrage, ne? Weil bei dir auf der Homepage, auf ratterdingo.net, gibt es ja so einen Beschreibungstext von Micha.
Und da steht, dass du irgendwas mit Schlüpper-Museum. Ich hatte ein Museum eröffnet, ja. Schlüpfer im Wandel der Zeit. Schlüpfer im Wandel der Zeit, das ja. Problem war halt nur, ich hatte so ein leichtes Problem mit der Hygiene. Weil es ist ja so, dass die meisten Exponate im Museum nicht großartig behandelt werden. Okay. Also es werden ja Exponate ins Museum im Zustand des letzten Gebrauchs gemacht. Auch ja. Beispielsweise bei Fahrzeugen, dass wenn die ins Museum kommen, dass die im Prinzip nur, naja, grob gereinigt werden, sodass sie den letzten Zustand der Einlieferung geben. Und bei Unterwäsche, schwierig, ne? Also ist halt Kacke, manchmal. Wir schauen in die Wunsch- und Grußbox. Scheiße. Ja. Ja, aber wir wollten jetzt ja erklären, wie es denn. Dann habe ich zu dir gesagt, dass ob das ein ostdeutscher Begriff ist. Ja, Schlüpfer, ne? Schlüpfer ist ein. Also Schlüpfer. Da gibt's ja die humane Variante, nämlich Schlüpfer, also das Hochdeutsch ausgesprochene. Oh, der feine Herr. Warum heißt denn der Schlüpfer eigentlich Schlüpfer? Na. Weil er hineinschlüpft. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass du das. Einfach ja. Du hast es gegoogelt, ne? Nein. Und dann gibt's noch. So schwer fand ich das jetzt nicht. Dann gibt's ja noch die nächste Variante, denn den Schlüpper. Du Schlüpper. Oder den Schlüpper, sagt man ja in Berlin, ne? Heute ist eigentlich die Sendung für Babuschka, ne? Der Schlüpper an sich. Ja. Oder denn die, wenn es denn so richtig in die Berge geht, der Schlüpper. Der Schlüpper. No? Oder auch die Verniedlichungsform. Die was? Die Verniedlichungsform, das schneiden wir nicht raus, das wird kein Nippel, vergiss es. Oh, wer ist dafür, wer spendet jetzt einen Fünfer, dass das ein Nippel wird, dauerhaft auf unserem Board? Hier, so einer hier. Oh Gott, oh, das war auch Johnny Hill drin. Ja, das können wir bei Gelegenheit da rauslöschen. Nee, und dann gibt es die Verniedlichungsform, nämlich den Schlüppi. Schlüppi? Den Schlüppi. Das hört zum sich Beispiel an. Im Satz Schlüppi runter, gibt kein Vorspiel. Gab's nicht so ein Schlischla Schlüppi? Gab's nicht da so ein Song? Ja, das war Schlischla Schnappi und das war ein Krokodil, aber. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Schlüppi, Schlüppi, Schlüppi. Schlüppi, Schlüppi, Schlüppi. Oh, komm mal her, der kleine Schlüppi. Ja, wenn da mal nicht schon wieder das nächste Lied im Anmarsch ist, ne? Schlischla Schlüppi, 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 Schlapp. mit so einem leicht vorwurfsvollen Blick bei Schlapp. So, ich würde sagen, wir sind heute ganz schön nicht familienfreundlich. Wir machen ein Preisfest, also ja. für einen Fuffi singe ich es ein. Für einen Fuffi? Jo. Das komplette Lied. Ja, als Schlipper-Version. Ja, wir müssen halt noch einen Text denn bauen, ne? Das ist kein Thema, das kriege ich hin. Also den Text, den schreibe ich dir. Ich bin Schlüppi und komme direkt. Nein, aber das wird ja sowieso nicht zusammenkommen, diese 50 Summe. 50 Euro. Micha bietet 50 Euro und würde dann das Lied Schnieschla Schnappi Schlieschla Schlüppi singen. Schlieschla Schlüppi singen, ja. Das gibt dann nur wieder Ärger. Ja, das machen die Leute eh nicht. So, mit dem Geld übrigens kaufen wir Musik, ne? Also wir kaufen damit Musik. Wollen wir den Code mal rüber kopieren? Angeblich sind es 40. Nein, war ein Spaß. Jetzt habe ich dich aber gekriegt, ne? Jetzt hast du mich kurz gekriegt. Gerade gesehen, da sind gerade die Gesichtszüge so ein bisschen entgleist, ne? Ja. Nee, im Leben nicht. Angebot steht. Gut. Ja. Also, Name schreibt, gefällt Chris bestimmt und er wünscht sich The Holy Santa Barbara mit Dance mit der Gänse. Nee. Gefällt mir nicht. Also Gänse gehen hier gar Gänse nicht. Gänse gehen nicht. Wenn also, dann Gämse, aber. Aber Gänse, die kann man mal schreddern, ne? Ja. Und dann kommt die in so eine Form, ne? Kennst du das? Sind die jetzt wieder bei McDonald's und den Hamster Nuggets? Nee, die Hackfleischpuppi. Wenn du nämlich eine Barbie mit Hackfleisch füllst. Ach, Micha. Und du das dann im Wasserbad erhitzt. Das gibt Ärger, dann wirklich. Dann hast du anschließend eine Hackfleisch-Barbie. Wir machen demnächst mal eine Kochsendung. Nee, wenn dann bei dir. Du hast eine neue Küche, habe ich gehört. Ja, seit März. Hast du da schon mal gekocht? Ja, öfters. Des Öfteren. Ich habe mir nämlich heißes Wasser eingefroren. Das kann man immer mal brauchen. Also Micha hatte damals eine Einweihungsparty gemacht, ne? Und da haben wir Pizza bestellt. Ja, aber das war noch die alte Küche. Naja, die neue Küche wurde ja pünktlich mit Corona geliefert. Mhm.
Das stimmt schon so ein bisschen, ja. Das war, glaube ich, eine der letzten Partys, die wir gemacht haben. Im Februar war das, ne? Mhm. Krass. Am 8. Februar. Krass, ja. Da haben wir bei mir... Danach war die Welt eine andere. Stimmt schon, ja, da waren wir auch so ein bisschen trunkig, ne? So. Gut, Pascal schreibt. Ich verwechsel das immer mit unseren Live-Shows sonst, ne? So, ich überlege immer, bei Party denke ich mal an unsere Live-Shows irgendwie. Naja, die letzte, richtig, das war am... ja, im Mai halt, ne? Unsere Spezialsendung. Am 8. Mai. Genau, die letzte Spezialsendung, weil am 9. Mai... Der Mai ist es aber auch immer, ne? Wir hatten in den Jahren entweder eine Weinsendung oder irgendwie... Im Mai haben wir immer eine Special-Sendung, obwohl wir eigentlich Geburtstag haben bald, ne? Ja. Der ganze Bums wird 4 Jahre alt. Ja. Und 4? Ja. Ja. Krass. Merkt man an unserem Humor. 4 Jahre alt. Passt ja ganz gut. Das war der beste Witz des Tages. Gut. Oh nee, wenn Micha so lacht, was ist jetzt? Was ist? Was ist? Ja, genau. Das ist doch hier. Hier hat jetzt jemand geschrieben, anonym wohlgemerkt. Nein, Big Mac. Hä, aber das ist. Wo liest du das denn? Oben. Ach, da wo Nutzername, okay. Big Mac. Heiratsantrag. Das macht der nicht. Das sagt er jetzt hier und dann wird es wieder nicht gemacht. Ja, Big Mac, dann lass mal. Also wie gesagt, wir stecken uns das nicht ein, sondern wir besorgen Big Mac, dafür Musik tatsächlich. Du kennst es ja schon noch von dem Sender, ja, dessen Namen wir nicht nennen. Nein. Antenne Bayern. Genau, wir waren ja damals bei... Die schalten Werbung bei uns, ne? Das haben wir voll frech. Ja. Ich wäre dafür... Dass wir bei Antenne so. Bayern Werbung für Ratatouille schalten. So, und wir recherchieren gleich mal, was da so ein Spot kostet. Noch, ja, lachst du. Noch lachst du. Wir produzieren den selber. Es ist ja sowieso, das wollte ich ja eigentlich, wollten wir damit letzte Woche schon anfangen. Jetzt haben wir es auf die geschoben und werden wahrscheinlich nächste Woche damit beginnen. Denn es geht uns ein bisschen auf den Zeiger. Also Laut FM hört ihr jetzt gerade, das ist ja unser Sender, Ratadingo bei Laut FM Channel. Und Laut FM wiederum gehört Antenne Bayern. Die haben das einfach gekauft. Ja? Und, ernsthaft? Und deswegen finde ich, haben wir ein Recht darauf. Ja, wir waren ja sogar schon mal im Studio. Wir hätten schon mal übernehmen können. Aber ganz ernsthaft. Wann waren wir im Studio? Du und ich? Nein. Ja, doch. Hä? Antenne Bayern in München bei dem Radio Day von Laut FM. Da warst du auch dabei. War ich nicht dabei. Warst du nicht dabei? Scheiße. Okay, dann war ich da im Studio. Fürs Publikum, ich habe gerade genervt die Augen verdreht. Ja. Das hat man auch an deiner Stimme gehört wahrscheinlich. Ja, man hört, wenn ich die Augen bewege. Das ist alles. Sehr alt, ja. So, auf jeden Fall hätten wir schon übernehmen können. Nee, und ganz im Ernst, ich hab vor. Ah. Ich hab mich verschluckt. Ich muss nur kurz das Schlucken überdecken. Ah. Sicher, wir haben keine Maske auf hier. Doch, haben wir natürlich. Natürlich haben wir Maske. Wir moderieren ausschließlich mit Maske. Nein. Komm, lass uns mal vorankommen. Ich hab noch ein paar andere Sachen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass wir doch mal bei Antenne Bayern eine Sendung machen. So eine kleine schmuddelige Sendung am Abend, ne, irgendwo 22 Uhr, wo eh keiner mehr zuhört, wo wir dann einfach übernehmen für eine Stunde. Im Leben nicht. Doch, und das will ich, also das ist so eine Aktion, die möchte ich. Also, wir fassen nochmal zusammen. Big Mac schreibt ja, er zahlt gern 50 Euro dafür, dass wir hier Schlischler Schlüppi einsingen. Ja. Mit dem Text von Chris. Genau. Entschuldigung. Das ist übrigens ernst, ne? Ich bin jetzt gerade ein medizinischer Notfall. Passend dazu haben wir auch ein Lied in der Wunsch- und Grußbox, aber das machen wir später. Big Mac, du weißt ja, wie es läuft. Gutscheincode in die Wunsch- und Grußbox. Der macht das doch nicht. Der redet jetzt hier und dann macht das nicht. 100 Pro macht er das nicht. Big Mac, zeig's uns. Nein. Gut, wir schauen weiter. Natürlich geht auch hier wieder die Regel, dass dieses Lied jederzeit abgerufen werden kann. Ne? Jetzt guckt mich ja. Komm, das andere war auch 50 Euro. Naja. Wenn er das jetzt alleine bezahlt, das passiert jetzt nur, wenn Big Mac das jetzt macht. Dann passiert das. Nein, wenn sonst 50 nicht. Euro zusammenkommen und okay, wir machen die gleichen Preise wie damals, ja, ab 75 Euro machen wir auch, gehen wir auch auf Twitch damit. Wieder mit Live-Bild. Und du verkleidest dich als kleines Schlappi. Als Schlüppi. Das kriegen wir hin. Da würde ich sogar selber noch die
25 Euro drauflegen. Also wie gesagt, für einen Fuffi singe ich es ein, für 75 mit Video. Gut, Pascal schreibt. Baby, I love you, hey, every day. Ich habe mich gerade total erschrocken. Ich höre das in meinen Kopfhörern, was du da machst. Das ja, ich weiß, du hörst es auch in echt, wenn du die Kopfhörer abnimmst. Du kannst nicht vorbei. Ja, an dir nicht. Pascal schreibt, danke Chris. Jetzt sind meine Kopfhörer endgültig im Arsch. Ja, da wo sie hingehören. Pascal. Also wenn du die Sendung hörst. Ja, kannst du so machen. Aber ich würde anschließend vielleicht. Das ist ein kleines Problem. Das ist dann problematisch. Mhm. Ich würde es denn. Du bist dann ein Problemfall. Ich würde es denn anschließend, also nicht in den Mund nehmen und dran nuckeln. Danach nie. Ich vielleicht 2 Minuten unter fließendes Wasser halten. Ist halt, ja, kannst du schon machen, aber ja. Luke schreibt. Wer? Grüße aus Wien. Luke, L-U-C. Wer ist das denn jetzt? Sag mal, warum hören jetzt hier so viel Wiener zu? Weiß ich nicht. Die sind wir international? Hat Österreich jetzt Internet? Hat da einer seine Fritzbox eingeschaltet? Hat Österreich jetzt eine Fritzbox? Das ist ein Sackgesicht, wirklich. Österreich hat sich jetzt eine Fritzbox gekauft. Das wäre mal für die Nachrichten was gewesen, weißt du? So. Nee, und er wünscht sich, das passt ja gut zu meinem Verschlucken, Helene Fischer mit Atemlos. Och nee, heute nicht mehr, das schieben wir auf nächste Sendung. Nächste Woche ist ja wieder Sendung. Ja. Jeden Donnerstag, 19 Uhr, Spielspaß, Spannung. Machen wir nächste Woche, oder? Ja, vielleicht. Ich schreibe das jetzt auf. Ja. Ich notiere. Du verlierst den Zettel ja eh. Nein, der Zettel, der bleibt hier liegen wie der Staub auf dem Tisch. Der kann gar nicht verloren gehen. Ach siehst du, wenn du mir eine Scheibe Käse gibst, würde ich immer Staub wischen. Das hat mich ja übrigens wirklich gemacht. Weil seine Ecke, also der Tisch steht normalerweise so anders und seine Ecke, da war tatsächlich Staub. Oder, nee, das war der kleine Tisch, glaube ich auch, ne? Nee, das war schon der große Tisch. Hat sich schon so ein Pelz gebildet. Es hat schon fast mit dir gesprochen. Mhm. Und da hat mich hat tatsächlich eine Scheibe Käse durchgezogen und dann auch gegessen. Ne? Das macht er übrigens für umsonst, ne? Also da. Also mit Käse bin ich sofort dabei. Käse, okay. Es gibt jetzt übrigens einen neuen Mozzarella aus Skir. Der heißt Skirella. Mhm. Warum schreibst du jetzt Atomtest Huber auf den Zettel? Was heißt das? Ja, atemlos Helene Fischer. Du hast atemlos. Wer hat sich das gewünscht? Du hast Atomtest Huber geschrieben, habe ich wieder gelöscht, keine Ahnung. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wir schieben doch alles ins Archiv, das weißt du doch. Chris, ich habe einen Amazon-Gutschein. No way. Nein, das hat er nicht mehr. Das ist fake. Wir gucken das gleich nach der Werbung. Wir machen einen kleinen Spannungsbogen. Wir müssen ganz kurz Werbung machen. Mhm. Und dann, du probierst den noch nicht aus. Das machen wir live. Tatsächlich. Muss ich denn auch mein Kennwort wieder ansagen? Vielleicht, ja. Werbung. Geräusch? Nogger dir eine. Unterbrechung. Was mache ich wohl jeden Morgen um 9 Uhr? Ein Magnum essen. Ich beiße in Magnum. Heißt es Magnum oder Magnum? Magnum. Egal. Kaffee Werbung. Karklas repariert. Karklas macht kaputt. Haben den Steinschlag. Rein, rauf und da raus. Karklas. Nee, ja. Keine Liebe ohne. Also ich kaufe ja nur die Suppen von Buldente. Keine Liebe ohne Drama, BVG. Kauf doch mal zu Weihnachten Playmobil. Oder Duplo, die längste Praline der Welt. Konsum. Rabatte. Vielleicht. My Taxi. Scheba. Jetzt wieder Gutschein eingeben. War wohl nix, 2018. Macht Uber Werbung? Uber. Uber wurde gerichtlich verboten. Danke, Micha. Uber. Bald verfügbar. Nur nicht hier. Nur nicht auf dieser Welt. Gleich geht's weiter mit Ratterdingo. Scheba, die echte Alternative zu Hackfleisch. Weiter Werbung. Was hast du gesagt? Hackfleisch. Ah. Ich gehe gerne zu McDonald's, Burger King, Subway, Rewe. Erstmal ein Duff. Erstmal ein Duff. Buff.
Gleich sind wir zurück. Ihr hört Werbung. Oder auch nicht. Ihr hört keine Sonst Werbung, hört ihr dieses hört ihr uns, ja. Wir verdienen gerade kein Geld mit euch, ihr dummen Säcke, wirklich. Gerade eben, mit diesen Minuten verdienen wir gar nichts. Aber Michael, ich glaube, jetzt sind wir zurück, ne? Fast. Wir sind zurück. Es geht weiter. So, Sekunde. Das ist nie. So, never, wir gucken ever. Jetzt mal auf Amazon. Vielleicht fasst du noch mal. Du sollst keinen 50 Euro Geschenkgutschein kaufen, nein. Du sollst das Ding einlösen. Ja, erklär doch noch mal, um was es jetzt geht. Also es geht ja da. Nicht im Ernst. Es hören doch alle zu. Wir haben ja wieder gesagt, ne? Also wir haben ja einen neuen Leitspruch bei Ratterdingo. Für Geld machen wir alles. Und guck mal kurz weg. Ich muss mal kurz mein Amazon-Passwort eingeben. Dauert ist ein bisschen sehr aufwendig. Wir machen das jetzt hier live. Du musst mein Passwort nicht ansagen. Es sind 7 Sterne. So. Die Spannung steigt. Wenn das jetzt wirklich stimmt, was passiert dann, Micha? Naja, dann haben, also wir haben ja gesagt, für 50 Euro wird es so werden, dass wir Schlischla Schlüppi, dass ich das einsinge mit einem Text. Die erste Zeile haben wir schon. Genau. Die haben wir schon bekommen von der Sendeleitung. Ja. Und für 75 Euro auch mit Video. Und Livestream. Auf Twitch. Auf Twitch. Das machen wir dann mit einer digitalen Sendung, würde ich vorschlagen. Das machen wir dann specialmäßig. Wir machen jetzt gerade eine analoge Sendung. Die tüten wir gleich ein und schicken sie per Post raus. Oder hör dir doch mal selber zu. Ich meine, es lohnt sich meistens nicht, aber probier es mal aus. Das ist interessant. Soll ich jetzt hier auf klicken? Klick drauf. Und es sind 15. Wir haben gesagt 50. Ja, habe ich doch gesagt. Ich okay, habe ich doch also, gesagt, dass das nichts wird. Also das sind von Robin Schulze schon mal 15 Euro. Mhm. Er wünscht sich Schlischla Schluppi von Chris. Der Soll ich dem was zurückschicken hier? Nee. Nee. Danke, aber eigentlich hätten wir 50 erwartet. So richtig schön unverschämt. Schreib hin, 15, nee, 50, nicht 15. Ja, nee, machen wir nicht. Also Robin Schulze, vielen Dank. Also wenn, wie gesagt, wenn die 50 Euro zustande kommen. Ja, wir können es ja, wie lange lassen wir es laufen? Wir ziehen es über ein paar Sendungen. Ja, weil über zwei, drei Sendungen. Ja, würde ich auch sagen. Wir behalten es im Auge. Ich notiere das hier auf dem Ewigkeitszettel. Wenn noch mehr dazukommt, dann spielen wir das ein. 15 Euro von Robin Schulze. So, fehlen ja nur noch 35. Ja, oder 35. Nee. Oder doch. 35. Oder halt oder, noch mal. Oder 60. Weil wir haben ja gesagt, genau, 50, ja. 75. Oh Gott, das ist so schlecht. Ne? Ja, also, wenn diese Summe zusammenkommt, wie gesagt, das wird für Musik ausgegeben, dann macht Micha. Oh ja, oder gibt's einen Twitch-Stream? Wir geben es aus. Na, für Musik. Ja, natürlich. Micha. Ja. Es gibt wieder Ärger, weißt du? Ich will hier einmal transparent sein. Transparent. Transparent bedeutet durchsichtig. Du ja. Und. Naja, okay. Ja. Ja. Ist denn noch was reingekommen in die Wunsch- und Grußbox? Ja, und zwar Felix schreibt. Felix hat einen Wunsch. Ich hätte, okay, ich habe mit was Schlimmerem gerechnet. Okay, was reimt sich auf Felix? Helix. Senix, genau. Senix. Er schreibt, ich wünsche mir von den allergeilsten Moderatoren der Welt, nur weil das wohl der Welt ist. Das Lied Norderney, weil ich dies letztens auf einer geilen Party gehört habe. Geile Party? Corona und so, Felix, müssen wir da vielleicht mal so Popoklatsche mit Anlauf, die meinen Arsch versohlen, hier so mit Partys und so, ne? So. Von Axel Fischer, Norderney, Mallorca Party-Version.
Na gut, nee, wir haben gerade 15 Euro bekommen, ne? Ja, ja gut, aber das ist ja noch nicht so viel. Also wenn wir die 50 jetzt gehabt hätten, hätte ich gesagt, ja gut, da kann man schon mal raushauen. Aber das ist der einzige Wunsch, der gerade da ist. Sag mal, ich habe eine Idee. Wir können doch, man kann doch diesen Gutschein in beliebiger Höhe machen, oder? Ja. Ja. Wir recherchieren, wie viel das Lied kostet und wenn die Person dann uns das bezahlt, dann machen wir das. Ja, dann gucken wir doch mal. Die Leute also, müssen Das finde ich hammergeil. Das ist wie wenn du in ein Hotel gehst und du musst dir deine eigene Bettwäsche mitbringen. So, hast du uns gerade im Hotel verglichen? Axel Fischer, ja. Norderney Party. Norderney? Mhm. Lass uns doch mal reinhören. Vielleicht ist es ja. Das sieht aus wie der deutsche David Guetta ein bisschen, ne? Naja, der sieht ein bisschen aus, als hätte er einen Bus. Nicht. Es kostet 79 Cent. Also, ja, also es war die mittlere Version war es. Achso. Ja, das ist Schlager. Das ist wie Helene Fischer. Oh, atemlos. Ich glaube, ich habe gerade. Irgendwann roch es nach Meer und nach Freiheit. Nach Fisch, ja. Es gibt zwei Sachen, die riechen nach Fisch. Ist nach Fisch. Ich glaube, mir ist gerade ein bisschen von dem Ei wieder hochgekommen gerade. Von dem Ei, ne? Du hast jetzt sehr wenig gegessen. Was war los? Naja, ich habe gedacht, ich komme heute mal mit 5 Wiener Würsten aus. Ja, waren es 5, echt? Sind noch welche da? Ja. Es waren 5. Naja, okay. 4 Stück mit Käse überbacken, dazu 2 Eier und die letzte Wurst habe ich in die letzte Scheibe Käse eingerollt, die noch da war. Freut euch drauf, wenn Micha eine Kochsendung macht. Mhm. Das ist, wird fantastisch. Das ist. Gut, machen wir jetzt hier den. Ja, ich würde halt in der Zeit mal pinkeln gehen. Ja, aber nee, was anderes. Wir haben keine Zeit mehr. Die Sendung ist vorbei. Ja, wir haben nur noch. Irgendwann roch es nach Fisch. Nehmen wir Mockeraugen. Ist auch, nein, ist ja auch wir ein spielen jetzt kein Depri-Lied. Nein, no way. Okay. Wir spielen jetzt kein Depri-Lied. Denn nichts traurig. Und auch nichts, wo du sagst, es ist nicht traurig. Wollen wir nochmal Tic-Tac-Toe spielen? Was denn diesmal? Nee, das ist repetitiv. Dings. Best was? Wir haben auch eine Sendung lang Kelly Family gespielt, wenn du dich erinnerst. Da ging es plötzlich auch. Ja, aber du gehst doch eh aufs Klo. Das heißt, ich kann doch eh den Titel jetzt aussuchen. Nee, ich würde mir jetzt anhören. Nö, du gehst jetzt aufs Klo. Ich gehe aufs Klo, wenn ich will. Nein, du hast gerade gesagt, du gehst aufs Klo, also gehst du jetzt auch aufs Klo. Wenn du mit mir anfängst zu diskutieren, pinkel ich in deine Küche. Du weißt, dass ich das tue. Was ist in 7 Stunden? Das ist Lea und Capital Bra. Okay. Oh, ist gar nicht schlecht. Oh, lass uns doch Cordula Grün nehmen. Cordula Grün kommt ja sonst hier nicht, ne? Immerhin, okay, es ist ein Deal, es ist halbwegs ein Partylied, ne? Ja, für Felix. Also wir spielen jetzt für dich Cordula Grün von Die Draufgänger, obwohl hier steht Axel Fischer mit Norderney. Ja, aber stell dir einfach vor, es singt jemand irgendwann roch es nach Meer, nach Freiheit. Und nach Fisch. Und nach Fisch. So, Cordula Grün, Die Draufgänger. Düm, düm. Tanzen gesehen hier bei Ratterdingo. Ganz kurz, ich muss kurz zusammenfassen. Micha stand jetzt hier 2 Minuten und hat geredet. Er stimmt wahrscheinlich gleich her und sagt, ich bin doch noch rechtzeitig da. Oh, ich hab's doch noch geschafft. Du hast nie im Leben Hände gewaschen. Du standst vor 40 Sekunden hier noch. Wir haben Corona, ne? Nie im... Corona ist eine Atemwegsinfektion. Die kommt nicht aus dem Schlüpper. Aber dafür, dass ich mir nicht die Hände gewaschen habe, riechen die gut. Ja, du wäschst jetzt sofort die Hände. Wir haben hier gerade über Corona noch gemeckert, ne? Du hast gerade vorhin jemanden ermahnt wegen Corona-Partys. So. Ja, Micha geht jetzt zurück und wäscht sich jetzt die Hände. Und zwar 30 Sekunden lang, während er die Deutschland... Was hat sie EU-Hymne gesungen, ne? Das Deutschland-Lied, nee. Nee, was hat die von der Leyen? In der Küche alles nein, an. Was hat die von der Leyen denn gemacht? Die hat doch dieses, das machst du jetzt auch mal, und zwar so, dass wir es hören. Micha geht jetzt zurück und wäscht sich natürlich ordnungsgemäß die Hände. Und Funken, Tochter aus Elysium, dein
Scheißhaus hat schlimm gestunken, drum dreh ich mich wieder um. Ist das aufgenommen? Nee, aber ich glaube, das waren jetzt keine 30 Sekunden, oder? Locker. Sollen wir es prüfen? Aber der Text war Oscar-reif. Ja. Immer gründlich die Hände waschen, nachdem ihr auf dem Klo wart. Schon besonders jetzt in dieser Zeit. Übrigens, Felix hat uns Geld für den Song Norderney geschickt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Sendung ist zu Ende. Wir haben jetzt nicht auch noch einen Code. Das ist doch. Wir haben einmal was von Pascal bekommen, den lösen wir schnell ein. Okay, dann lösen wir jetzt noch schnell ein. Das müssen wir schnell machen. Sendet jemand nach uns? Nein, aber du weißt, dass es ungünstig wäre, zu verlängern. Neuer Kontostand 25 Euro. Was? Das muss ich mir notieren. Also 10 Euro on top. Pascal, vielen Dank. Die 50 kommen näher. Wir haben ja gesagt, wir geben uns noch so 2 Wochen Zeit. Also es geht darum, dass Micha für 50 Euro eine Version singt. Wir haben auch schon eine erste Textzeile. Auf dem Discord hat die der gute Saxonio gepostet. Ja. Warte mal, ich kann ja schon mal einsingen. Genau, mach schon mal einen Teaser. Ich bin Schlüppi versund. Moment. Ja? Das geht vom Rhythmus her nicht. Ich guck mal, ob wir es da haben. Schnee, Schnapp, Schnappi. Auf keinen Fall. Schnappi, Schnappi, Schnapp. Doch, das müssten wir eigentlich, oder? Haben wir das noch gar nicht? Was? Das müssen wir mal sofort besorgen hier. Aber ihr wisst schon. Das ist mit 2P? Ja, ne? Heißt ja auch nicht Schnappi, ne? Doch, da ist es doch. Natürlich haben wir diesen Song da. Wir hören mal kurz rein, damit Micha sich orientieren kann. Na? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. So, ja. Und diese Textzeile müsst ihr jetzt bitte einmal als Teaser, das ist schon die erste Textzeile. Also, wo haben wir es denn? Von Saxonio. Ja. Ich bin Schlüppi, versaut Objekto viel. Da ist eine Silbe zu viel. Nein, ich bin Schlüppi, versaut Objekto viel. Gewaschen werde ich am besten nur im Nil. Ja, da ist viel. Das müssen wir nochmal. Aber wir sind ja, das ist ja alles noch nicht perfekt, ne? Also letzten Endes ist es. Da kann man noch was nacharbeiten. Ich bin Schlüppi, versaut Objekto viel. Gewaschen werde ich am besten im Nil. Waschen kann man mich nur im Nil. Gewaschen werde ich am besten nie. Genau, oder so. So. Und zwar? Jetzt haben wir noch einen Code bekommen, ne? Ja? Das ist nicht dein Ernst. Das sind jetzt keine 79 Cent. Nein, das ist jetzt da für falle ich vom Glauben. Das ist jetzt. Oh Gott. Ja, aber das Problem ist, wir müssen zum Schluss machen. Das ist. Das war okay, aber das notieren wir uns. Das müssen wir in der nächsten Sendung mal zu uns leiden. Komm, dafür verabschieden wir uns jetzt mit dem Song No oder Nein. Ach so, wollen wir das so doch, machen? Den machen wir jetzt. Als Outro quasi, unserem Abschluss. Und wir haben noch die Auflösung, Big Mac schreibt, das Ohrhantel ist eine Axt. Na, wir haben ja vorhin gefragt, was ein Ohrhantel. Von wem war denn das nochmal, das Norderney? Ja, genau. Habe ich gerade weggemacht. Archiv? Axel Schweiß. Nein, das irgendwas war nicht von Axel irgendwas Schweiß. Mit Axel. Guck doch nach, bitte. Du kannst ja auch Norderney mal richtig schreiben. Norderney. Norderney. So, komm bitte. Aber das war diese. Nein, die war es eben nicht. Doch, die war es. Nein. Runter. Da gab es verschiedene Werte. Ja, aber nicht hier. Das war die. Aber egal, jetzt war, haben wir den. Das war mal, die. Axel Fischer. Das war die Norderney. Ja, ich weiß, was du meinst. Du brauchst es nicht. Da, hier. Genau die mittlere. Der Mix. Ich kaufe das jetzt mal mit deinem. Ja. Konto von Gutschein, ne? Hier musst du, guck mal, da musst du immer aufpassen, ja. Ne? Dass das nicht angezeigt wird und das kannst du nochmal irgendwie ändern. Ja, ich glaube, bei Songs geht's nicht, aber bei normalen Bestellungen. Was soll das denn? Nein, wir wollen keine Musik-App. Also, wir halten unser Versprechen und zwar. Ja, überbrück noch mal ein bisschen. Ich muss das hier kurz vorbereiten. Ich habe den Wunsch auch schon ins Archiv geschoben. Ne? Ich weiß nicht, ist das richtig, Grüße, dass wir alles ins Archiv schicken? Ja, das ist absolut richtig. Perfekt. Ne? Will ja nichts falsch machen. Will ja nicht schon wieder Ärger kriegen hier. Nee. Obwohl, der Drucker läuft schon. Obwohl, warte mal, ich kriege ja keinen Ärger, wenn ich Scheiße baue. Ne? Das läuft richtig, hier anders. Richtig, ich kriege den Ärger. Ne?
Wobei, hier läuft das wirklich anders. So, jetzt haben wir den Song vorbereitet, aber die Sendung ist vorbei. Haben wir noch die Wunsch- und Grußpost? Die müssen wir mal. Die ist leer. Ich habe alles gelöscht. Ist alle. Aber haben wir das jetzt alles vorgelesen? Ja. Fast. Ich dachte, wir kommen wieder an den Punkt, wo wir eine Wunschbox abarbeiten müssen zum Schluss. Lonely, I'm so lonely, I have nobody, you're my own. Ja, das hat mir getan. Besser wird's nicht. Das war Ratterdingo Live. Wann sind wir denn wieder da? Nächsten Donnerstag, 19 Uhr. Achso, ja. Schlafseite. Das habe ich jetzt nicht. Ja, weil du so in Erwartung so, oh, da ist noch was reingekommen. Nein. Ah, die können ja gar nicht mehr schreiben, seit 9 ist ja zu. So, ja. Vielen Dank. Wir haben es witzigerweise genau geschafft, so lange zu überziehen, wie wir zu spät angefangen haben. Das waren 120 Minuten geballte Unterhaltung. Also bei mir sind es 118. Ja, aber das dauert ja jetzt noch. Outro zählt ja auch noch. So, ja. Bis nächste Woche. 19 Uhr, gleiche Stelle, selbe Welle. Und wir sind schon bei Geld. Wir haben es fast, die 50 Euro. Bitte, was? Ja. Wir haben sind fast schon bei Euro. Geld. Ja, ja, dieser kann man es nicht formulieren. Ja, ja, da fehlt halt noch ein bisschen was. Bis nächste Woche, ne? Tschüss. Ciao. So, es ist nicht so, dass ich den Song, ich hatte den ja schon drin, ne? Ja, nur nicht reingeladen. Hier kommt jetzt Northern Eye. Das kann er auch nicht. Was ich wollen weiß. Sie hier eigentlich, Herr Ratlos? Kann ich dir sagen. Ja. Geschäfte. Welche? Ich habe auch schon mit vielen Sachen gehandelt. Zufällig Menschenhandel? Fast. Büffelkot. Aber es geht in die gleiche Richtung. Ratterdingo. Komplizierter Name. Einfach Spaß.